Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hier und jetzt kann ich auch mal die Zuschauer grüßen. Hallihallo an alle da draußen. Wir versuchen heute unseren Kollegen auch zum Sprechen zu bringen. Ich habe das ja gelesen und er auch. Ich dachte, ich erwähne das direkt mal zum Anfang. Also, Zani, unser Job ist es, Kai zum Reden zu bringen. Machen wir. Er muss seine Geheimnisse preisgeben. Alle müssen reden hier. Und, ich habe das wahrscheinlich bei einem Video, was lange vor dem hier online kommt, vielleicht schon erwähnt, aber ich erwähne es hier. Für 2 Wochen will ich mal ausprobieren, hier mit einem virtuellen Avatar, wie das bei euch so ankommt. Wenn ich sehe, es kommt gut an, dann mache ich das vielleicht durchgehend. Wenn nicht, dann wieder ohne. Aber erstmal muss ich mit meiner Mega-Munition... Warum wechselt der nicht? Jetzt wechsel doch! Wechsel doch zu den anderen Munition! Im Übrigen, Entschuldigung, dass der nicht komplett perfekt synchronisiert ist. Ich habe keine bessere Webcam dafür. Nein. Aua. Das Vieh kann man quasi überall doppelt brechen, wenn man erstmal die Schlammschicht drauf, die drauf ist, brechen muss. Ähnlich wie beim Barot. Okay. Da ist auch der Schlamm. Zack. Das ist im Prinzip. Ich spreng erstmal den Sunny weg. Sunny wegspringen macht immer Spaß. Nee, Schlamm, der rum nicht, macht nie Schaden. Doch, im anderen macht er Schaden. Dann macht der Goldene den Schaden, aber der macht keinen goldenen Schlamm. Das Goldene ist das Special Gimmick vom Almudron. So, zack! Mann braucht die ewig, um runterzukommen. Mann! Danke für den Combo Breaker. Ja, ich? Nee, vielleicht meint er mich. Mission. Er meint mich, weil ich ihn halt die ganze Zeit wegsprenge. Der Schuss, der mich da weggepustet hat. Oh, guck mal, ein Grogi. Der Wirkampf? Ja, ein Grogi. Ich verletze die beiden immer. Ach, mir fällt da gerade noch was ein. Sunny, unsere neue Leidenschaft. Vergiss die nicht. Vergiss unsere neue Leidenschaft nicht. Er braucht erstmal 10 Jahre, um zu verstehen, was ich von ihm will. Der Sunny. Ich weiß nicht, muss ich erstmal heilen. Ich meine das mit Cam. Ich weiß nicht mehr, worauf er hinaus wollte. Also. Jetzt hat er es gereiht. Ich habe übrigens gelernt, dass ich jeden Schuss aufladen kann. Also das galt jetzt nur an die Zuschauer. Die anderen beiden wussten es schon. Weil wir jetzt Sunny ein bisschen privat hochgeboostet haben. Ja. Ich hab zwar noch keine Heilungsrüstung, aber so. Mensch, du fettes Rindvieh, verpiss dich aus meiner Schussbahn! Ich kann ja zur Not immer noch ins Lager. Ich würde immer noch mehr Heilungen ziehen. Ich hab kein Problem. Wo ist denn das dritte Gorgi, Alter? Ich hab das Vieh dreimal angegriffen. Ich habe 3 Items bekommen. So, zack. Schade, hat nicht funktioniert. Zack. Was heißt das eigentlich, wenn das im Schwert, wenn man der Leiste blau ist? Hä? Was meinst du?
Man langt halt diese Leiste, die Lahnleiste. Wenn, ach, das ist blau. Dann füllt die sehe ich automatisch auf. Das ist das, was ich letztens zu dir meinte. Wenn du diesen Sprungangriff bei dem machst, dann lädt sich das automatisch. Genau. Genau. Ah, das war das. Okay, wenn ich auflade, macht mein Schuss 79. Ich will wissen, ob das ein großer Boost ist. Schade, hab verfehlt. Jetzt kann ich an der Munition schon mal nicht mehr testen. So, 32 macht die so. Und aufgeladen macht die... Wie viel? 56. Das ist ein 24er Boost. Ja, ich weiß, dass mein Typ gerade nur das Monster anstarrt. Aber hey, ich wollte schon mal was Neues bringen für 2 Wochen. Deswegen heißt es ja auch testen. Der Fisch ist nervig. Und Leute, diesmal könnt ihr euch nicht beschweren. Er redet. Er redet diesmal. Ja, Gott, gehen wir nicht auf die Nerven, denn. Ist überhaupt schon irgendwas gebrochen? Hat jemand eine Schlafkröte gesetzt? Nee, das könnte durchaus sein, dass das eine von den Katzen ist. Meine ist es nicht, meine hat das nicht. Habe ich Bomben dabei? Sehe zu spät. Ja, ich habe keine. Verdammt! Der Kopf oh, hat den harten Drall! Was machst du denn da? Ja. Kannst du dich nochmal so drehen? Der hat sich mit Schlamm neu eingedeckt. Wenn wir den Schlamm von seinem Rücken nochmal wegklatschen, dann macht er das sicher nochmal. Okay, es ist Zeit, die harten Geschütze rauszuholen. Das macht er immer, um seine Schlammschicht zu ärmern. Leute! Achtung, da kommt er von unten. Ich wollte wegspringen mit dem Käfer, aber er hat mich in der Luft erwischt. Im Übrigen, das ist eine Frage an die Zuschauer. Ihr seht ja immer das Bild, was ich auf YouTube da habe von meinem Charakter. Ich habe versucht, den so als 3D-Avatar nachzubauen. Wie gut ich das hinbekommen habe, könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben. Nein. So, darf ich jetzt meine Weifermuni nicht reinballern? Nein. Ja, so. Geh weg. Ich muss halt direkt an dem Drecksding dran stehen. Und da ist er wieder weg. Einmal den Käfer mitnehmen. Hier ist die Luft da hinten. Weißt du, so schnell bist du damit auch nicht. Weißt du, wie gut wir hinterherkommen? Dann nehme ich lieber meine Katze, die mir Bonusmaterialien gibt, als den Hund, mit dem ich nur minimal schneller bin und der sonst keinen Nutzen hat. Im Ernst, vom Prinzip her ist der Hund absolut sinnfrei. Also in der Offline-Kampagne, ja gerne, da hat er mir gut geholfen tatsächlich, weil ich dann ein bisschen schneller vorankam und halt noch die Katze dazu dabei hatte. Ansonsten habe ich den Hund überhaupt nicht gefeiert. Nein, ich war fast fertig! Nee. Warum nutze ich eigentlich Lebenspulver? Weil wir beide das doch. So, jetzt reicht's mir. Ich will mit meiner Weifermuni treffen. Komm her, wenn du dich traust. Ende hat's auf mich abgesehen, und das obwohl ich nicht mehr den provozieren als Mann hab. Komm her. Danke. Sunny, du wirst fliegen gehen. Ich hab dich gewarnt. Weife Munition ballert immer weg. Alles. Wer schnitzelt mich da? Ich hab so schon schwer genug mit der Weifer Munition zu treffen. Die warst nicht. Weißt du, mein Leben ist schon so schwer genug. Und dann macht der andere es mir noch mehr schwer.
Hey, wenn du mich hier wegspringst, dann darf ich auch. Ich hab doch gar keine Streumunition mehr. Nebenbei, den Schweiß könnt ihr höchstwahrscheinlich abtrennen. Versuch's mal. Nee, den kann man nicht. Davon gibt's keine Belohnung. Nein! Als ob der ausgewichen ist! Komm, ja, nein! Jedes Mal, wenn du auflässt. Jedes Mal. Kommt mir entweder er dazwischen oder ihr. Eins von beiden, aber ich schaffe es nie, diese scheiß Viper-Munition abzufeuern. Die braucht einfach zu lange. Ich wurde jetzt gerade schon zum zweiten Mal umgenatzt. Ja, das lief super, ne? Hey, kannst vorne bleiben. Der kommt jetzt in die 1. Ja, super. Der kommt zu dir. Davon kann ich mir richtig viel kaufen, dass der jetzt hier hinkommt. Ich als Schütze alleine bei High Rank, da glaubst du selber nicht. Ach, warum denn nicht? Die Rüstung ist doch dieselbe. Ist ja nicht mehr so, als würde die Schützenrüstung schwächer sein als die Das nicht, aber ich habe halt noch keine so extrem stark neue Rüstung. So, ich nehme jetzt die Munition, wo ich nicht nah dran stehen muss, weil der hat einen ziemlich hohen Schlagradius. Das ist halt ein Fisch. Was willst du? Achso, das ist die Katze, die was will. Endlich hat er verstanden, was ich mit der Leidenschaft meinte. Ja, ich hätte von der Knallkult noch keinen Illusion verpasst. Ich frage, was ist das denn? Ah, nee, hier rein. Haltet mich nicht auf. Nee, wait. Das sind die einzigen Chancen, wo ich es schaffe, mit der scheiß Munition zu treffen. So. So, zack. Zwei Dinger stecken. Welches Element ist überhaupt stark gegen den? Donner dürfte. Wenn ich das eben richtig nachgeguckt habe. Tatsächlich. Du brauchst eine Donnerwaffe, keine Donnerrüstung. Ja, ich habe eine Donnerwaffe geguckt. Ich dachte, ich eine Donnerwaffe. Ich habe 3 Stück davon. Ja. Zack. Das läuft super. Und habe die Radlangklebade gemacht. Und ich habe noch ein viertes, dass die. Das Mann, jetzt geh doch mal weg von mir! Das vom letzten Hauptstory-Monster kommt. Was willst du von mir, du Hässlichkeit? Die ganze Zeit streut er um mich herum. Liebes Jura Dingsterbums, ich habe kein Interesse an dir. Nur daran, die umzubringen. Und jetzt stell dir mal vor, dass ich das nicht Jojo gemacht habe. Als du den Tyrant gegangen bist. War nervig. Ich die ersten paar Missionen alle anhalten. Wisst ihr was? Das ist cool, wenn ich. Wenn machen wir es uns doch einfach. Das ist cool, wenn ich meine Elektro-Klinge komplett mit Blitz um. Das ist cool. So, man kann sich auch leicht machen. Welche Klinge hast du an? Welche Klinge? Ach, Zinogro. Ja, die hat das auch schon in. Das war anstrengend. Da hatte die auch so Spaß. Ich hatte nie die Zinogro-Waffe. Ich hatte immer nur Elektro für die vom Lagiakte. Ihr seht, das läuft super. Rede. Ja, wer von uns ist gestorben?
Der hatte mich komplett im Fokus. Lasst mich in Ruhe. Vor allen Dingen, wenn ich da schütze und ihr habt mich ständig von der Wi-Fi-Muni abgehalten. Tja, was wäre mir doch nicht. Jedes Mal, wenn ich die Wi-Fi-Munition abfeuern wollte, habt ihr mich aufgehalten. Oder Kai, ich weiß nicht, wovon der redet. Nicht immer. Häufiger, aber nicht immer. So, ich hab jetzt hier mit Gildenmeister Hojo und jetzt kann ich Stufe 5 questen. Was steht uns denn bevor? Das kann ich jetzt am Ende der ersten Folge dieser Woche zeigen. Wie ich 10.000 Nebenmissionen geschafft habe. Irgendein neues Monster dabei? Nicht wirklich. Sehr viel wieder offscreen zu tun. Ja, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, jeder hatte Spaß. Wenn ja, kennt man den Dreher. Man sieht sich beim nächsten Mal.